Die Dose ist sein Werkzeug und sein Arbeitsplatz ist in 25 Metern Höhe. In Neustadt an der Weinstraße sprüht der Künstler Rick Riojas sein neuestes Kunstwerk an die Wand. Man muss sich praktisch schon gewisse Anhaltspunkte machen. Da ich halt auf einem Gerüst arbeite und nicht mit einer Hebebühne, kannst du halt nie während der Arbeit einfach mal nach hinten gehen. Ne? Deshalb musst du dir halt bestimmte Fixpunkte an der Wand machen, die du dann praktisch auf einem Plan in klein hast, nach denen du dich dann praktisch orientierst. Seit 3 Wochen verwandelt Riojas die meterhohe Fassade in ein Gemälde. Am Ende wird hier ein Mädchen zu sehen sein, das dann über dem Hambacher Schloss schaukelt. Es war eigentlich derjenige, der dahingehend überzeugt hat, bei jedem Mensch auszulösen, eine Erinnerung, wenn man weiß, wie man als Kind auf einer Schaukel gesessen hat und hat das Gefühl gehabt, man kann in den Himmel fliegen, dass das so ein Aha-Erlebnis von Freiheit war. Das überdimensionale Kunstwerk soll dann mindestens 10 Jahre bleiben und an die Bedeutung der Demokratie erinnern. Mit seinem Motiv hat sich Riojas gegen 13 Kandidaten durchgesetzt und die Jury überzeugt. Auf den Rick Riojas ist unsere Wahl einstimmig deshalb gefallen, weil in dem Moment, wo dieser Vorschlag auf der Leinwand bei uns war, hat jeder gesagt, oh, hat jeder ein Lachen im Gesicht gehabt. Und für das Projekt geht Riojas sogar bis an seine Grenzen, denn der Künstler leidet an Höhenangst, die er dafür extra überwindet. Wo ich besonders stolz drauf bin, muss ich sagen, bei dem Werk ist, dass ich das mit der Höhe überwunden habe. Ne? Also da hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Bammel, weil es für mich jetzt das größte und höchste Werk bis jetzt ist. Und ab nächster Woche dann auch ein echter Hingucker. Denn pünktlich zum Start des Demokratiefestes in Neustadt soll das Gemälde fertig sein.